Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Lego Aufbauvideo hier auf meinem kleinen Kanal. Und wir bauen auch, wir sind immer noch beim Konvolut, das wird auch eine ganze Zeit lang in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir sind jetzt beim vierten Video. Ich glaube, beim dritten Video. Und wir bauen heute den kleinen Kipplader aus Lego City, die Nummer 6470. Schaut nach, ich glaube, den gibt es immer noch bei eBay. Ja, für einen Fünfer. Ja, mit 3 Euro Versand oder so. So, erstmal aus der Tüte raus. Ich hoffe, ich habe hier nicht allzu viel ersetzen müssen. So, dann machen wir als erstes mal die Räder dran. Ach nee, erstmal das Männelein bauen. Erstmal das Männelein. Der hat hier eine weiße Käppi, ne? Und keinen Helm. Ja, weil ich habe nur einen roten Helm im Konvolut gehabt. Mir fehlt hier einiges. Also hat er von mir eine weiße Käppi bekommen. Anstatt einen weißen Arbeitshelm. Ja, wir nehmen, was wir haben. Oder was wir kriegen können. Jetzt machen wir hier die Räder dran. Ja, übrigens ist das eine nette Funktion mit dem, mit der Kipp, die Kipp-Funktion hier. Aber das werde ich euch jetzt gleich zeigen. So, dann erstmal den Vierer. Der wird bündig drauf gemacht. Dann kommt hinten die Plate drauf. Die 4x4. So. Stimmt, das habe ich hiermit gelöst. Mir fehlten nämlich wieder Teile, also musste ich kreativ sein. So. Wir stecken wir hier in die Technik-Bricks die Pins rein, die grauen. Muss ich ja bewegen. Ne? So. Ja. Jetzt drehen wir das Ganze um. Stimmt, hier habe ich den blauen benutzt. Weil das Lenkrad auch blau ist, habe ich hier den hier in blau genommen, obwohl ich den hier in schwarz nehmen müsste. Hier oben. Ne? Ging nicht anders. Aber so hat das einen schönen Kontrast mit dem Lenkrad und dem und der Plate. So. Wie rum ist egal. So. Ach, was mache ich denn? Dann nehmt ihr hier diese Arme, die ich glaube, die werden oft in Zügen verwendet. Ne? Nehmt die 4x4er mit den Aussparungen oder Ansätzen, den Pin ansetzen. So. Dann geht ihr hin und schiebt die Liftarme, wenn man die denn Liftarme nennen kann, ich nenne sie einfach mal Zugarme hier dran, dass die hier bündig auf dem auf der Plate auf der Fliese aufliegen. Ne? Dann nehmt ihr die Schaufel und setzt die hier vorne direkt ans Lenkrad dran. Ja, so kommt hier vorne eine bündige bündiger Übergang zustande. Und hier ist auch direkt ein B-Modell angezeigt, leider ohne Plan. Das ist schade. Weil das sieht nämlich sehr interessant aus, so ein Mini-Bulldozer. Aber wir haben jetzt hier den Mini-Kipper. Ja, jetzt setze ich mal den armen Teufel da rein, der mit einer Käppi zur Arbeit auf den Baum muss und nicht mit einem Arbeitshelm. So. Ja. Das Amt für Arbeitssicherheit wird sich freuen. Ja. Aber das hier ist der, das hier ist der nette, nette Technik. Obwohl, gar nicht so schlecht. Ja. Ich glaube, wenn man den jetzt da hinstellt, sähe bestimmt gut aus. Aber wenn man die nach vorne hat, hat man halt einen fast schon bündigen. Ne? Finde ich gut. Ja, man kann den hier kippen. Ja, kann den nach oben. Ja, und der sitzt immer hier unten bündig auf. Das ist schön. Ne? So, das war's schon. Ja, wie man hier auch sieht, ne, schwarz-grau-blau, schwarz-blau-grau, ne? Sieht natürlich ein bisschen doof aus, aber ist so. Es ist tatsächlich so. Ne? Deshalb habe ich auch hier hinten den blau genommen, weil ich hatte nur einen in schwarz und der war schon verbaut zu dem Zeitpunkt. Ne, so. Ja, den kann man zum, könnte man zum Beispiel gut bei dem Bergbauteam, zu dem ich ja auch noch ein Video machen werde,
hin tun, denn das Bergbauteam ist nicht aus dem Konvolut, nur zur Info. Ne? So, und den stelle ich jetzt mal hier vorne hin zu den anderen. So. Und damit bin ich hier. Ne? Ist noch ein bisschen staubig. Fertig. Ja, diese kleinen Modelle finde ich gar nicht so schlecht. Das ist die, ich zeige nochmal die Nummer, die 6470. Und den kriegt man, glaube ich, auch bei eBay für einen Fünfer. Ja, mit 4 Euro Versand. Und ich glaube sogar einmal in einem Konvolut mit über 7 oder 8 Baufahrzeugen aus City. Ja, wenn ihr noch Baufahrzeuge für eure Stadt oder so braucht, schlagt zu. Ja, so, wir sind damit am Ende. Ich weiß, ein sehr kurzes Video, aber was soll man machen? Übrigens, das hier ist meine Maus. Ne? Damit ihr sie mal gesehen habt. Ja. Hübsches Ding, wechselt ständig die Farbe. Habe ich auch bei Lidl gefunden. Lidl? Nee, Aldi. Nein, die habe ich sogar von Penny. Ja, dort, wo ich auch sehr viele Lego-Modelle immer finde, wo ich auch das Harry Potter Expecto Patronum mehr habe. Ja, so. Übrigens noch ein Tipp von mir, wenn ihr Lego bei den Discountern findet, schlagt zu. Erstens sind die Sachen da nicht immer. Und zweitens häufig sehr günstig. Ja, nicht groß nachdenken, zuschlagen und fertig. So, wir sind damit am Ende und bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gediegen, habt einen schönen Abend. Euer Pumpkin Bricks.